Искусство – это язык мира. El arte es el idioma del mundo. Das Besondere an der IFA ist, dass es so ein kosmopolitischer Ort ist, ein großstädtischer Ort, den ich gerne aufsuche, weil hier fühle ich mich so ein bisschen in so einem so großstädtisch, kosmopolitisch aufgehoben. Ich komme gerne hierher, weil ich über die Kultur immer einen Ansprechpartner finde und auch sehr viel sehe, wo ich mich weiterbilde. Das IFA ist das Institut für Kultur und internationale Beziehungen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, einen interkulturellen Dialog und Begegnungen zu unterstützen, zu fördern, zu initiieren. My work is visual. I can only hint at ideas of what I would like to say and leave it in that kind of elliptical manner. IFA-Galerien zeigen zeitgenössische Kunst und Architektur international, das heißt aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa, also aus Regionen dieser Welt, die sonst in der Kunstszene hier nicht so stark vertreten sind. Also das Schöne, wenn man hierher kommt, ist eigentlich, dass man immer überrascht wird. Und zwar, weil es hier so eine Kombination ist aus Themen und Kulturen. Das Spannende, finde ich, ist hier so der Vergleich der verschiedenen Länder. Also wie ist das wirklich weltweit? Wie ist Beispiel Schule? Wie ist Schule in Skandinavien? Wie ist Schule in Afrika? Wie ist Schule in London? Die Ausstellungen in IFA ermöglichen es einfach, in Länder zu kommen, sich über Länder zu informieren, wo man als Person selber real nie hinkommen würde. Also hier hinter mir habe ich gerade was über eine Schule in Afghanistan erfahren, hier über Japan. Hier lernt man ganz spezifische einzelne Positionen kennen über Künstler oder über Gesellschaftliches. Das finde ich toll, das finde ich sehr, sehr gut. Kunst ist die Sprache der Welt und Kulturen verbinden ist das Motto des IFAs. Οι τέχνες είναι η γλώσσα του κόσμου. A arte é a linguagem do mundo. Herzlich willkommen und guten Morgen in der IFA-Galerie Berlin. Ein ganz wichtiges Moment in unserer Arbeit ist natürlich die Kunstvermittlung. Wir machen Workshops, Führungen, Werkstattgespräche, Roundtable-Diskussionen, Vorträge, manchmal auch Konferenzen. Wir machen zu jeder Ausstellung eine Publikation. Eine sehr fundierte und auch ansprechend innovativ gestaltete, die auch lange Jahre danach noch als Wissensspeicher dient. Sich hier begegnen, es ist ein Begegnungsort.
Und das, das finde ich super. Es ist immer ein ganz internationales und ja, kommunikatives Arbeiten, wenn man mit Künstlern aus Südafrika und aus dem Libanon oder aus Brasilien zusammenarbeitet. Es ist eine Herausforderung und es ist jeweils auch eine ungeheure Bereicherung, weil man sehr viele Aspekte dieser Welt und des Lebens und Arbeitens in dieser Welt kennenlernt. Und da muss man einfach neugierig sein. الفن الكلام للعالم وميتنست يجزيك سيتا Genau. Kunst ist die Sprache der Welt.